Wir spielen zusammen. Mach du mal. Ich schon wieder. Ja, okay, mach mal, ja. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa. Wir haben heute einen Gast. Und das ist der Crazy Memphis. Sag mal was. Hello, my friends. Oh mein Gott, eine hohe Stimme hat Crazy. Ja, wir spielen Gears of War Nummer 3. Ekelhafte Monster ahead. Und erstmal Lava, Lava, Lava. Ja, so, du laberst ja sowieso immer, wenn gelabert wird. Ich bin das, achso, ja. Okay. Ja, das bin ich auch immer, ich kenne das. Jack, brich die Tür auf. Was macht ihr denn hier? Euch hier rausholen. Hier, legt das an, ihr werdet's brauchen. Dafür kannst du in echte Schwierigkeiten kommen. Jetzt nicht mehr. Die Dinge haben sich geändert. Dein Vater, er braucht dich. Mein Vater? Aber er ist fort, Anja. Er ist tot. Nein, er ist dort draußen. Er braucht dich. Anja, warte. Was zum Teufel ist hier los? Der hat Oberschenkel, Anja. Wie ich andersrum. Der hat Oberarme wie ich Oberschenkel, meine Fresse. Das war ein Traum, oder? Alter Schwede. Du musst immer zugucken, wie du hier rumläufst, oder was? Ja, ich glaube nur, ich bewege mich, oder? Die Kollegas abholen hier. Die Kollegas? Wie aus wie bei mir zu Hause. Auch so retro-mäßig, oder? Ja, nein, so zerfallen, so kaputt. Ach so, kaputt, ja. Klar. Alle beide. Komm, Dad. Ich hol dich jetzt hier raus. Ich muss meine Forschungen sichern. Das ist wichtig. Verstehst du das? Okay, auf geht's. Ach, ich bin wieder. Wir können uns bewegen. Yeah. Was ist denn für Bewaffnung hier? Überhaupt keine. Voll. Kann man jetzt eigentlich schon kaputt gehen hier? Ja, klar. Im weiß ich gar nicht. Das hab ich mir, sag ich mal, entfallen. Ich bin hier nie gestorben. Ich will es nicht ausprobieren wollen. Einfach nicht draufgehen. Einfach nicht draufgehen, als wenn das so einfach wäre. Ich habe auch keine Waffe hier, das ist auch wieder verladen. Voll. Du hast keine Waffe? Ja, also diese Pistole hier. Ist eine Pistole keine Waffe? Ja, natürlich nicht die Kettensäge dran, also nur der eine hier, der Host hat die Kettensäge. Ne, ich habe auch die Kettensäge. Oh, toll. Der Lancer ist einfach die coolste Waffe. Ich bin hier der Letzte. Definitiv. Ja, eigentlich auch was, oder bin ich ja da alleine hier in der Stimme? Die Frage wollte ich auch gerade stellen, weil ich habe hier irgendwie 378 Gegner gekillt. Du auch. Ja, ja, geil. Aber ich gefühlt auch, so ungefähr. Uma! Oh mein Gott. Ist doch schon weg. Haben wir. Nice. Die Krabbe hier weg hier. Ah, du auch ab hier. Du auch. Irgendwie wie die platzen, ne? Spitze. Aber du kannst nicht jeden retten. Du kannst nicht jeden retten. Das stimmt, du kannst das wirklich nicht. Papa! Ich rette dich auch gleich mal. Marcus Phoenix und Gefahrenwache sofort zum CIC. Phoenix, Santiago und Stratton, meldet euch sofort beim CIC. Oh. Ja, ja. Hab das schon beim ersten Mal gehört. Hals, und ich schlaf auch immer mit dem Gewehr neben dem Bett. Ich schlaf auch immer mit der Rüstung im Bett. So, da, super. So, jetzt kommt Tutorial. Tutorial? Bin ich jetzt hier? Ich muss jetzt die zugucken, was du machst oder was? Oh, ja, wir werden jetzt quasi mehr oder minder abgeholt. Hey, suchst du nach Santiago? Schon okay. Ich weiß, wo er steckt. 2 Jahre nach der Fassung. Kann jetzt auch mal mich hier umgucken, falls das jemand interessiert, wie es hier aussieht. Ja, ich schlafe wie ein Typ im Bett. Ich kann leider nicht sammeln oder so müsst ihr ja nicht mehr, ne? Nee. Ich glaube nicht, ne? Nee, haben wir alles durch. Ne? Aber die gab's hier tatsächlich zu sammeln. Schadensteam sofort auf dem Hangardeck an. Pass auf, wo du hintrittst, Phoenix. Ich bin gleich aus dem Weg. Kein Problem. Könnt gleich wegtreten, den Typen. Wobei ich die Idee ja prinzipiell ganz cool finde, dass du, während noch eingeblendet wird, wer hier alles mitspielt und was gemacht hat, tatsächlich schon ein bisschen rumlaufen kannst.
Das ist witzig. Ich find's ganz cool. Besser als wenn du nur Text siehst oder so. Ja. Gib mir eine Knarre. So, und jetzt Kettensäge an und die beiden hier zersägen. Kettensäge. Miau. Musst du das jetzt echt jetzt ertragen hier oder was? Kann leider keine Wache ein Stück hier zurück und jetzt auf links ist dann, beziehungsweise rechts jetzt von dir aus, jetzt wieder links von dir aus, die Tür, da musst du rein. Die grüne da. Nee, ja, oh, ich muss nicht, kotzen. Nicht die, zurück. Nicht die. Das ist eine verschlossene Tür. Hier wieder, genau, ja, richtig. Ja. Und ich zeig sogar mit dem Finger drauf, als wenn ihr das sehen würdet. Das habe ich doch gesehen. Hier, guck mal da. Ich muss mich um die Pflanzen kümmern. Was nicht wächst, können wir nicht ich essen. Ich muss da mich auch die Pflanzen kümmern. Die Radieschen kommen eine Weile ohne dich zu. Nee, die machen Dope hier, oder? Das ist so lange her hier. Bringen wir das zu Ende. Ah, der gute Dom. Ich bin. Oh, ich bin das? Cool. Toll, jetzt musst du noch mich finden. Du bist ja schwarz. Ja, eigentlich ja. Ne? Normalerweise müsste ich hier Coltrane sein, der als nächstes kommt. Verdammt. I'm a Coltrane. Oh. Coltrane ist cool. Er ist der Beste, ey. Das ist er nicht. Point of Interest. Schlumpi am Fenster. Wird jemand seekrank von euch? Such doch mal den Coltrane. Noch hält sich's in Grenzen, also. Ich göbel hier das Mikro voll. Da steht er noch. Gib mir die Schoko. Das muss eigentlich ich sein, ne? Theoretisch ja. Es gibt Arbeit. Die Storks erwarten uns. Alles klar, Sekunde. Ach, das ist ach Jason. Das ist gar nicht der Coach. Das ist Jason. Ach nee, stimmt, der kommt auch erst später. Ups, sorry. Mach nichts. Bin ich bereit zu zahlen. Warum habe ich diese Leuchtepunkte an der Schulter? Was machen die? Du musst die Frage richtig rumstellen. Warum habt ihr leuchtende Punkte und ich so einen riesen Fleck, der leuchtet auf der Schulter? Ich will zuerst, ich will zuerst. Das sind wahrscheinlich die Rangabzeichen oder sowas, kann ich mir vorstellen. Das sind doch alles hier irgendwelche Grunts, also wir sind doch gar nichts Besonderes. Zumindest nimmt der Alte die Bedrohung noch ernst. Die Leute scheinen zu verletzen. Jetzt habe ich auch den hässlichen Hammerburst. Ja, kacke, ne? Ja, ich mag die Waffe auch nicht, ja. Diese Drecksdinger sind da draußen und ich bin bereit für sie. Hier sind doch Waffen. Wo denn? Man kommt noch nicht ran. Achso, was ist denn? Ist der zu? Hast du den Schlüssel dabei oder was? Ich kann es auch nicht aufhauen. Man könnte ja auch mit der Knarre das einfach aufschießen. Ja, die Dinger sind später offen. Wir kommen ja hier, glaube ich, nochmal vorbei irgendwann. Was müssen wir denn jetzt machen? An die Tür gehen, oder? War da nicht irgendwas? Was lesen die denn da? Die Tageszeitung. Kreuzworträtsel. Scheiße. Wer spielt denn da am Klavier rum? Ich will das. Ich hoffe, es lohnt sich. Sich lohnen? Wahrscheinlich nicht. Ein Schock? Lappitsch. Schon eher. Rat mal, wer von den Toten auferstanden ist. Gibt es einen Preis ich zu gewinnen? Vorsitzender Prescott. Was? Echt? Du meinst Ex-Vorsitzender Prescott. Das no Arschloch. Shit. Er hat sich vor 18 Monaten aus dem Staub gemacht. Und was will er jetzt? Den roten Teppich? Das werden wir gleich sehen. Raumschiff Sovereign. Wart mal. PSK 101, erbitten Landeerlaubnis. Ein Passagier, Vorsitzender Prescott. KR-01, hier Sovereign. Landeerlaubnis erteilt. Deckteam steht bereit. Ich frage mich, wo Prescott einen Helikopter gefunden hat. Als er verschwand, hat er jedenfalls keinen. Er hat nie angerufen oder Blumen geschickt. Oh, ich brenne darauf, den Mist zu hören. Ich möchte sie spielen. Sie hat nämlich so ein Ding. Aber ich telefoniere sie genau wie sie. Steckt mir einen Finger ins Ohr. Sie hat doch eine richtige Waffe hier. Ja, hört sich gerade ein bisschen komisch an. Sie hat ein Ding. Also, jetzt habe ich das auch verstanden. Oh, Ärger. Ich habe ein Scharfschützengewehr. Ich will das loswerden. Erstmal mit der Knechtung. Geh aus dem Weg. Ja, zum Glück ist hier Friendly Fire aus, ne? Ist es? Spritzel. Warte mal. Ja. Willst du die ansägen oder was? Das ging leider nicht. Ich hab's versucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie sind die? Spider-Man. Spider-Man. Okay. Ey. Was ist denn hier im Haus? Alter. Hab ich mich erschrocken. Die rannten direkt auf mich zu hier. Hallo? Hast du die durchgelassen? Ja. Memphis? Zwei, drei Stück habe ich bestimmt durchgelassen, weil die am Nachladen war, ja. Ah, Hilfe, nein! Sägt ihr den Rücken an? Oh, oh, dicker Sack. Oh, Grübelmann. Der sieht ja lecker aus.
Ja, ein Schuss, ein Foto, super. Ah, ja. Verladen, kacke. Ja gut, die Gnasher ist sowieso immer noch OP, ey. Ein Multiplayer auf jeden Fall. Also ja, hier, das Problem ist, das Problem ist immer die kurze Distanz, weil auf weite Distanz ist die nicht so... Ich find's lustig, wie die explodieren. Ich muss meine Waffe loswerden. Ja, ich suche auch schon welche rum, Lancer. Ich brauch keine Shotgun, keine da, Gletscher. Nice. Nice. Alles klar. So, ich mach dann mal das Tor auf. Hier liegt eine Waffe. Was ist das? Oh, hier ist ein Lancer. Cool. Eine Hammerburst. Du hast Lancer. Ich hab ein Scharfschützengewehr übergelassen. Eine Hammerburst liegt hier immerhin. Wir fahren den vorderen Lift für euch hoch. Wartet. Verstanden, Sabrin. Oh, Zwischensequenz. Juhu, Story. Endlich. Story. Der kommt zurück, als sei nichts geschehen. Park den schicken neuen Raven lieber vorsichtig ein. Begrüßen wir ihn auf die traditionelle Weise. Nehmen wir den Vogel auseinander. Der Boss ist da. Meinst du, er weiß, dass die Korn auf seinem Verschwinden auseinanderfiel? Ja. Ist ihm sicher egal. Vorsitzender Prescott, willkommen bei den Überresten der KOR. Ich habe Antworten, meine Damen und Herren. Aber später. Ich muss sofort Colonel Hoffman sprechen. Hoffman ist schon fast so lange weg wie Sie, Vorsitzender. Er ist tot? Er ist mit einer Gruppe Zivilisten unterwegs zum Amboss-Tor. Captain Michelson ist jetzt der Vorgesetzte. Zumindest von denen, die übrig sind. Dann rede ich wohl besser mit dem edlen Captain. Ich habe einen Auftrag. Oh, und Sergeant Phoenix, das müssen Sie sehen. Meine Pornosammlung. Ein Geschenk, ein Geschenk. Oh, der Porno von letzter Nacht, geil. Ja. Ich hoffe, es ist nicht seine Einkaufsliste. Sehen wir uns das an. Der Schmutzfink. Das ist der Super-Hit-Mix Nummer 1, oder wie heißt das Ding noch? Der Awesome-Mix ist der. Der Awesome-Mix, genau. Der Awesome-Mix, genau. So, aus welchem Film? Na? Captain America. Nein. Oh, hier linke Seite, rechte Seite. Ich mach den dicken Ohren so ein bisschen. Ja, jetzt hätte ich mal doch mal mein Scharfschützengewehr behalten, ne? Ja, super. Ja, weg ist er doch. Guck mal. Wer schießt? Wer will? Links ist noch was. So, wollen wir ein bisschen Action hier haben, oder? Nice. Sehr schön. So, ich geh nach vorne. Wer hat denn noch seine Ladung nicht abbekommen hier? Ein Dicker, ein Fetter, ein Gemeiner, ein Böser. Du sitzt neben mir, sitzt neben mir. Na, alles gut. Ja, komm Diggi. Jawohl. Oh, ah, schön von hinten räume ich sie jetzt auf hier. Haha. Wer hat dich verladen? Ich mich selbst. Ach, verdammt. Okay, hab ich. Ich erinnere mich sogar, dass in diesem Container mit dem Totenkopfschädel ein Item zum Sammeln war. Ja. Ja, das ist noch immer so. Da, wo die Dinger leuchten. Oh, die Labertaschen hier immer, ey. So ein bisschen Hanf mitnehmen hier. Ich hab die falsche Waffe getauscht, ups. Ich hab Lancer, juhu. So, wer will Hanf? Hanf, everyone. So, nicht singen, sagt ihr? Hey Marcus, gehen wir zum CIC oder nicht? Moon-Kiste bei mir. Wer braucht Moon? Moon, wo bist du denn? Da, okay. Ja, da so, da, hier ist Moon. Ja, doch, könnte ich gebrauchen, wenn... Aber ich meine, oben ist auch noch eine. Du kannst die hier ruhig nehmen, wenn du willst. Ja, wir müssen uns nur abstimmen, weil Moonkiste, wenn sie aufnimmt, ist weg. Also oben ist noch eine, dann kann Smirk die hier unten nehmen, wenn er möchte. Nee, ich bin nicht voll. Achso, gut. Dann schnapp ich sie mir. Ich hab's mir per Hand gemacht. Hier liegt deine Sniper, falls du wieder eine haben möchtest. Nee, ich nehm die Schotti. Die Schotti ist auch gut. Nee, nicht wieder zurückwechseln, das ist auch scheiße. Beim Levelwechsel gibt es ja wieder die Scheißwaffen zurück, also auch schön hier. Ja, wobei irgendeiner sollte eigentlich eine Longshot mal einpacken für alle Fälle, aber ich merke schon, wir nicht, ne? Ja, wir nicht, nein. Ich mach's. Also euch. Wie ihr hier an meinen Let's Plays bemerkt, ich bin eher der Rambo, nicht der Sniper. Okay, ich packe die Longshot ein. Das ja, Dito, eigentlich ist der Smirk, aber der so ein bisschen hinten steht und Angst hat und deswegen mit der Sniper ballert. Ich rette euch, wollte ich sagen. Ja, läuft manchmal darauf hinaus, ja. Wenn du diese Nachricht erhältst, wenn du noch lebst, ich brauche deine Hilfe.
Oh Gott. Markus, es ist dein Vater. Ja, hab's bemerkt. Das ist gut, dass sie es sagt. Aber ich dachte, er... Lass sein, Chase. Ich wurde von den Locust gefangen. Ich habe eine Lösung gegen die Leuchtenden entwickelt. Sie meinen, damit auch Menschen töten zu können. Aber sie kam... Markus, er weiß von den Leuchtenden. Und er sieht älter aus als... Als wir ihn sterben sahen. Ich weiß. Wenn er noch lebt, muss ich ihn finden. Kriegt man raus, wann das aufgezeichnet wurde? Ich sehe kein Datum. Moment mal. Sie kapieren nicht, dass das die Locust nicht rettet. Sarah stirbt, Markus. Der ganze Planet ist infiziert. Die Emulsion tötet ihn. Es war immer die Emulsion, weißt du? Und ich kann es stoppen. Jetzt verstehe ich alles. Ich wollte dich immer kontaktieren, aber ich war... Verdammte Maschine. Geil. Nie ist Bert da, wenn man ihn braucht. Festhalten! Achtung! Achtung, Einschlag! Und Phoenix hält sich nicht ich fest. Ich werde einen Weg finden, den Rest der Disc abzuspielen. Der wahre Mann. Wir finden ihn. Komm schon, alle raus und mach die Arschlöcher fertig. Huha. Wer so viele Muckis hat, der braucht sich doch nicht festhalten. Ja. Festhalten ist für Luschis, genau. Entschuldigung. Also falls noch Munition hier, quasi hier in dem Ding ist noch was drin gewesen. Okay, alles klar. Da liegt auch noch eine Granate rum, glaube ich, ne? So, das sind unsere. Wo sind die Gegner? Da. Nee. Springst du mal nicht so weg, dumme Sau. Dankeschön. Die Kleindinger gehen genau ab. Ja. Alright. Wo ist denn hier was? Das ist weg. Aber oder? Das war's schon? Zwei mal, ich hab mal geschossen hier. Da ist noch einer. Wow. Danke. Ich hab meine Tomaten ruiniert, ey. Auch nicht schlecht. Ihr habt meine Tomaten. Ja, das ist ein Held, ey. Immer schön nach Priorität hier. Wo ist noch einer hier? Ach, wie Wetter, die kommen jetzt hinten. Wieder von da, wo wir hergekommen sind quasi. Oh. Blöde ist, dass die alle explodieren. Ich habe da auch eine Handgranate, oder? Das ist da auch schön. Habe ich auch. Moment, haben wir gleich. Here we go. Jawohl. Geht doch. Ja, der Zoom ist ja voll ätzend hier, ey. Wenn die nicht explodieren würden, würde ich sie ja messern, wollte ich gerade sagen. Ja, zersägen. Ah, vorbei, Scheiße. Oh, Scheiße, ey. Die Schotti ist ja auch voll, die Sniper ist ja voll übel. Hast du denn tatsächlich die... Ich mag die nicht. Ja, nun helfen wir doch mal Prescott hier. Komm. Wohin? Hey, warte, warte. Sagen wir mal, Danke, reicht. Hör auf! Ich hab Angst! Steuerung. Was bringt uns das? Ich war gerade ganz woanders. Hallo, ja, was macht das Spiel mit mir? Hier, ey. Ja. Nochmal Y, warum? Was ist das da? Hilfe! Contact? Ich hab keinen Contact hier. Aua. Komm, Digi! Jawoll! Aber die Frau steht ganz vorne, wir sind voll die Luschen, muss ich mal so sagen. Mach uns mal vor, wie echt der Macker ist hier. Der hat schon auch einen Penis. Ja, das Ding halt, ne? Das Ding halt, ja, guck mal, mach die nackig hier. Ich höre irgendwas, ich höre einen Boomer. Ja, der dürfte eigentlich gleich hier auftauchen. Usa. Wir runterlatschen hier, wie war das? Wir müssen ihr wahrscheinlich hinterher, würde ich mal so sagen. Ja, müssen wir. Ich wollte gerade sagen, sie ist gerade hier irgendwie so anführermäßig. Ah, ich nehme den Feuerlöscher. Ja. Dann mach mal, spritz mal ein bisschen. Ja, mach komm. Das hier, und, komm. Oh, erlösend. Ja, ich sehe schon, ey. Wir haben okay, aber auch schon mal auf dem Kessel, doch. Du hast schon länger nicht mehr, oder? Ja, ist schon ein bisschen länger her. Ich meine, Feuer löschen natürlich. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Also, ich bitte dich. Wir reden doch vom Feuer löschen, oder? Ich meine, na, freilich.
Hallo, so, hier brennt es noch. Lösch doch mal alle Feuer hier. Hallo. Feuerlöscher. Huhu, hier. Ja, ja, brennt noch. Ist nur mal erstmal und so. Wo ist denn Nil? Kann ich noch den alten nehmen? Sie auch nicht, ja. Ja, ja. So. Da ist noch wieder einer, oder? Hier. Guck mal, mit 3 MGs, dann ist doch auch keine Chance hier, Jungs. Kann man die Gegner eigentlich mit dem Feuerlöscher? Nee, ich glaube nicht, ne? Einbalsamieren oder was willst du jetzt machen? Ja, ja, genau. Oh, hier ist der Jungs. Du willst sie einschäumen, sei doch ehrlich. Warum nicht? Wir finden jemanden, der es tut. Oh, na gut. Halt dich bereit. Michaelson ist tot. Na toll. Phoenix, komm zum Hangar runter. Die Helikopter werden angegriffen. Wir müssen sie in die Luft bringen, sofort. Sind Sie verletzt? Ja, aber ich... Dann bleiben Sie hier. Und rühren sich nicht, bis wir zurück sind. Verstanden? Ich werde versuchen, am Leben zu bleiben, Sergeant. Ja, gute Idee. Ich bin zwar sonst nicht so gesprächig, ja, aber wenn ich zurück bin, sollten wir mal reden. Ich komme zurück und leiste erste Hilfe, sobald die Vögel in der Luft sind, okay? Wir hätten ihn an ein Rohr ketten sollen, falls er doch wieder turmen will. Ohne seinen Heli geht er nirgends hin. So, nutzlose Zwischensequenz.de. Delta an Hangardeck. KR-Einheit. Oh, ist da unten jemand? Wir müssen die laufen. Ravens in die Luft bekommen. Delta, hier ist KR-03. Mein Vogel wird angegriffen und meine Crew ist tot. Ich brauche Hilfe. Haltet durch, wir sind unterwegs. So, wir sind jetzt aber so schön am Anfang des X2 oder Chapter 2. Stimmt. Ja. Also das würde gerade super passen, wenn wir alle uns hier an der Treppe versammeln, bis auf die Ische, die wieder vorne steht. Die Ecke laufen, die Alte. Und jetzt alle mal schön in die Kamera winken. So, ich würde sagen, das war die erste Folge von Gears of War Nummer 3 von dem Zweikampfsofa und Crazy Memphis. So sieht es aus. Ich bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.